Ja, vielen Dank für das Interview. Heute die große Eröffnung des Parlaments und wir möchten natürlich auch wissen, wie sind denn die Einsatzkräfte aufgestellt? Wie sieht es denn aus polizeilicher Sicht aus? Was erwartet uns da heute? Wir müssen damit rechnen, dass Klimaaktivisten versuchen werden, die Öffentlichkeitsfeierlichkeiten zu stören. Dahingehend sind wir vorbereitet. Es sind Polizisten in Uniform im Dienst, es sind auch Zivilkräfte vor Ort. Etwaige Blockaden und Störaktionen werden wir verhindern. Kann man schon im Vorfeld sagen, das ist natürlich immer eine heikle Frage, aber kann man im Vorfeld schon sagen, wie viel Polizeiaufgebot ungefähr mit dabei sein wird? Wir sind allein für diese Feierlichkeit knapp 300 Polizisten zusätzlich im Einsatz, die dort dafür sorgen werden, dass es weder zu Blockaden noch zu Störaktionen kommt. Jetzt hat man ja im Vorfeld gesehen, dass unter anderem auch mit Martin Rutter doch auch viele Kräfte mit dabei sein werden, die nicht nur von der klimaaktivistischen Seite angetrieben sind, sondern auch viele, die rechtsgerichtet sind. Wie geht man damit um? Ist man da auch auf Eskalationen vorbereitet? Auch Corona-Maßnahmengegner können sich dort für Störaktionen auftun und dementsprechend wird auch die Polizei das im Auge behalten und auch hier sämtliche Störaktionen unterbinden. Wie ist denn die Weisung, wenn man jetzt sieht, es eskaliert oder es gibt Corona-Leugner, die sich jetzt sehr ungehalten verhalten, auch zu Aggressivität neigen? Wie ist dann da der weitere Vorgang? Hier ist die gesetzliche Lage ganz klar. Wenn sich jemand aggressiv verhält und sich nicht trotz Abmahnung beruhigt, dann kann es von der Anzeige bis hin zur Festnahme kommen. Die nächste Frage ist natürlich auch immer ein bisschen spekulativ. Gehen Sie davon aus, dass es heute zur Eskalation kommen könnte oder ist man eher guter Dinge, dass es relativ ruhig ablaufen wird? Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Störaktionen oder Blockadeaktionen durchgeführt werden sollen. Nichtsdestotrotz, das hat in unserer Einsatzplanung natürlich Priorität gefunden und dementsprechend sind wir gut vorbereitet, um das hintanzuhalten. Beziehungsweise sollte es tatsächlich zu Blockaden kommen, diese rasch auflösen. Noch eine kurze Nachfrage. Sie haben angesprochen, man ist breit aufgestellt, aber wie lange, von wann bis wann wird man heute im Einsatz dort sein? Man wird den ganzen Tag im Einsatz sein, insbesondere die Feierlichkeiten wird man polizeilich begleiten, ab dem Beginn natürlich auch schon im Vorfeld und bis hier der letzte Gast das neu eröffnete Parlament wieder verlassen hat, wird die Polizei zugegen sein. Vielen Dank für das Interview. Gerne.